Intermezzo. Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Ja, sah ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Paulie hat ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber wie sagt man? Zufrieden. Ja. Genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat Ditter einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln. Lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst. Aber er hat nie auf den Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein. Denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Bon Appetit, 1935. Auf sein Gesicht, klebt es ihm voll aufs Gesicht. Tommy! Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Dir, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Alles klar. Dann fahren wir mal zu Peppes Restaurant. Boah, ey, du kriegst ja hier Oldtimer für Oldtimer immer bessere Wagen hier. Was geht denn hier ab? Wie, konnte man sehen, was hier... Ich hab Hunger und keine Zeit für den Scheiß. Vasili, okay. Ja, chill mal. Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Oh, gut. Schon viel besser. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischenfunkt. Schon viel besseres Auto, ne? Freunde. Thank you.
schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ach. Oh, mehr Wein! Hey, mehr Wein! Beeilung! Still! Sie werden den Wein lieben, Mister. Dolce Salieri! Willkommen, mein Freund! Willkommen! Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los! Unser Gast ist da! Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponada probieren. Ausgezeichnet. Bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Oh, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl, ne? Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ah, für Sie? Ah, Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Runter! Verdammt, schade um den Wein. Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir's schnell! Räucher sie aus, Joe. Scheiße, Deckung! Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Wir werden diesen Schweinen auflauern. Ich lenk sie ab, du schlägst dich raus, überrasch sie von vorne. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Passen Sie auf. Tom, mach einfach schnell, ja? Wird gemacht, Boss. Ich hab's nicht gesehen. Euer Boss hatte wohl nicht erkommen, den Job selbst zu machen, was? Ich muss nachladen. Headshot. Gott, auch du hast es geschafft. Wo kommt das? Angelo, komm durch die Gasse! Jetzt bist du erledigt! Yeah.
Ich hab ihn doch getroffen, Alter. Geschafft. Das schöne Auto. Das schöne Auto. Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre Sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat Sie verraten. Uns, Tom. Du hättest auch drauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Dann auf zum Carlos Wohnung. Die Bullen sind auch schon auf den Fersen. Gib Gas, Tom. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Auf geht's. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Dieses wunderschöne Auto, ne? Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Morillo waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morillo ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Man nimmt einen Kerl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er seinem Soheim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Ja, da sind wir. Mein Gott, jemand hat uns jahrelang bei Morello verpfiffen. Und wir kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom. Mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Verdammt. Was? Verdammter, mieser Penner. Verschwinde, lieber Kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Okay, Boss. Ja, hol kurz Luft. Bin etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell! Knapp in dir! Dann schnappen wir uns den mal. Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Sie bringen mich um! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären, Tommy! Hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten! Ich musste es tun! Ich wurde gezwungen, Tommy! Bitte! Ich... Lebt er noch? Bin nicht sicher. Oh Gott. Hilfe. Jetzt wissen wir es. Hey.
Hey, Statue, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh, Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken. Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten. Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Ja, da haben wir jetzt den nächsten Feind. Bon Appetit ist abgeschlossen. Profil ist da. Und auf geht's ins nächste Kapitel.